Wenn du es noch weiter parlierst, bleibt nichts mehr der Wald davon übrig. Was? Oh, vermutlich hast du recht. Du vermisst einen Sheriff. Aber daran ist doch nichts Schlimmes. Daran merkst du, wie viel er dir bedeutet. Aber das ist nicht alles. Henriette? Ich müsste doch eigentlich viel trauriger sein wegen all dem, was passiert ist. Ach, Kind, hab kein schlechtes Gewissen, dass du auch noch andere Gefühle außer der großen Traurigkeit hast. Vor allem, wenn ein Mensch dir so gut tut, und das tut Franz, das haben wir alle gemerkt. Ich hab ihn so gern und ich möchte so sehr, dass er bald wiederkommt, aber dann ist er wieder in Gefahr hier. Jemand will ihn umbringen. Ich weiß nicht, was... Liebes, ich kann dich gut verstehen. Aber leider kann ich dir auch nicht versprechen, dass alles gut sein wird. Es ist auch noch frustrierend, dass wir immer noch nichts rausgefunden haben seit dem großen Unglück. Aber wir werden unsere Augen und Ohren offen halten. Ja, und anscheinend kann dem Franz ja auch gar nichts passieren. Na, siehst du. Komm, das Holz hackt sich nicht von allein. Kinder, wenn ihr mit Hausaufgaben fertig seid, kommt ihr bitte auch dazu. Ich gehe nie wieder mehr einkaufen. Boah, wie ich diese Menschen hasse. Aber Gustav, du weißt doch, es wird alles wieder gut. Du musst nur glauben. Das glauben die doch selber nicht. Es wird gar nicht wieder gut. Die haben ja keine Ahnung. Die absolute Höhe. Die Frau Rauch ist heulend zusammengebrochen und da hat diese Person doch allen Ernstes gefragt, was denn los sei. Sag mal, spinnt die? Also ein bisschen Feingefühl könnte man ja schon erwarten. Sei doch nicht so traurig. Das bringt doch niemandem was. Habt ihr das gehört? Dein Mann war ja eh nicht der Tüchtigste. Mein Mann hat 3 Jahre gelitten, bevor er gestorben ist. Sei doch froh, dass es für deinen ganz schnell ging. Wer weiß, wovor der liebe Gott ihn bewahrt hat. Ob ich das hasse? Alles im Leben hat seinen Sinn. Du musst dich auf die Zukunft konzentrieren. Sie hält sicher etwas ganz Wunderbares für dich bereit. Schwachsinn! Aber du hast immerhin noch 3 andere Söhne. Ich habe meinen einzigen verloren. Dein Trauern und mein Trauern kann man nicht vergleichen. Warum gehst du nicht nach Hause und kümmerst dich um die Lebenden? Als ob das Leben danach nicht schon schwer genug wäre. Du bist ja noch jung. Du findest sicher bald einen neuen Mann. Oder das hier. Ihr hattet ja immerhin 35 Jahre miteinander. Geschieht den Lieblings recht, so geizig wie die waren. Irgendwann hätte es auf sie zurückfallen müssen. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Unglaublich. So wird den Leuten noch mal eine reingehauen, die eh schon am Boden liegen. Leute, lasst uns von denen nicht rausbringen. Lasst sie erstmal in so eine Situation kommen, dann reden die ganz anders. Ja, aber das wollen wir denen nicht wünschen. Ich glaube, die sind gerade selbst nicht in der Lage, wie wir sind. Und die müssen erstmal selbst klarkommen. Onkel, meinst du, dass überhaupt noch Überlebende gefunden werden? Linchen, du darfst die Hoffnung nicht aufgeben. Ja, es ist ein tragisches Unglück passiert, aber der Herrgott hält alles in seinen Händen. Und wie heißt es doch in der Bibel? Wege des Herrn sind unergründlich. Ja, manchmal versteht man nicht, warum sowas passieren muss, warum so eine Tragödie überhaupt entsteht. Aber wir können darauf vertrauen, dass Gott alles gut macht und dass er bei uns ist. Du denkst an Tante Lizzie? Ja. Sie fehlt mir so unglaublich. Es ist schwer, seit sie damals... Aber ich bin ganz sicher, dass ich sie eines Tages wiedersehen werde. Also, Linchen, bete fleißig, dass die Vermissten gefunden werden, ja? Ja, das mache ich bestimmt. Kann ich dich noch etwas fragen, Onkel? Ja, natürlich, mein Kind, alles. Was ist damals eigentlich passiert? So genau kann das keiner sagen. Es gab eine Schießerei in der Stadt.
Es gab einen Aufruhr. Es wurden viele getötet. Und ich war ja nicht dabei. Ich konnte es nicht... Ich war nicht dabei. Und mehr möchte ich darüber nicht sagen. Es tut mir leid, dass ich gefragt habe. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb, Paulinchen. Du bist alles, was ich noch habe. Das Einzige, was noch übrig geblieben ist. Uns sehr leid um meinen kleinen Bruder. Ich habe gar keinen Hunger. Die sahen alle so traurig aus. Können wir denn gar nicht helfen? Den Mamas hätte mein Tee gar nichts gebracht. Vielleicht, wir bringen einfach was zu essen vorbei. Irgendwann muss jeder essen. Wir haben ja genug in unserer Speisekammer. Als meine Eltern gestorben sind, habe ich tagelang nichts gegessen. Dann bleiben wir eben bei ihnen, bis sie aufgegessen haben. Wenn damals keiner bei mir gewesen wäre, dann... Es ist sehr fürsorglich von euch, sich um die anderen zu kümmern. Bringt ruhig den Heimkehrern was vorbei, aber seid bitte nicht aufdringlich. Also gut, Amalia und ich gehen zu den Lieblingen. Sophie und ich gehen zur Frau vom Schmied. Komm, Gustav, das machen wir. Und wo gehen wir hin? Bei Otto Springensfeld liegen doch gerade die Verletzten. Dann mal los. Komm mit. Wir müssen schauen, dass die ganzen Familien gut versorgt sind. Ja, da werden wir noch einiges zu tun haben. Gerade die ärmeren Familien, die vorher schon nichts hatten. Woher sollen die jetzt das Geld zum Leben nehmen? Ach so, habt ihr herausgefunden, was mit dem Geld war? Welches Geld? Ich hatte es an unserem Picknickplatz gefunden. Als wir dann aufgebrochen sind, muss es irgendwie untergegangen sein. Aber Ludwig und Gustav müssen wissen, was damit passiert ist, denke ich. Ach so, wie geht es den Kindern? Das nimmt sie alle sehr mit. Und Luise und Gustav haben ihre Eltern fast auf dieselbe Weise verloren. Ja. Und Amalias und Leonoras Vater ist bei solch einer ähnlichen Rettungsaktion ums Leben gekommen. Besonders Leonora hatte anfangs sehr große Angst, aber hast ja gesehen, die Kinder sind froh, dass du wieder da bist. Bitte pass auf dich auf. Ja,
Alles wird gut. Und was kommt jetzt? Wie heißt es? In Prediger meine ich. Es gibt nichts Besseres, als sich zu freuen, trotz alltäglicher Qual und Mühsal. Und genau das gedenke ich zu tun, Henriette. Mein Leben gut zu leben, unserem Gott im Himmel zu vertrauen und mich nicht so sehr zu sorgen. Es ist genug, wenn jeder Tag seine eigene Plage hat. Ist es nicht gut, wenn Gott uns das schenkt? Knall ihn ab. Von wegen sicher. Das war doch ein abgekartetes Spiel. Der Richter hat uns alle betrogen. Und was haben wir davon, wenn du im Gefängnis landest und aufgehängt wirst? Wollen wir jetzt alles aufgeben, nur weil wir uns nicht unter Kontrolle haben? Dir ist es doch egal. Dir geht es doch immer nur ums Geld. Und versteh nicht, mir sowas vorzuwerfen. Amos, wir haben uns das alles aufgebaut. Die Bank, unsere Sicherheit, unsere Existenz. Willst du das alles aufs Spiel setzen, nur weil du dich nicht unter Kontrolle hast? Davon kommt er auch nicht wieder. Was haben wir nur getan? Ein Telegramm von Mr. Smith, dem Bankdirektor in der Weststadt. Der Richter war bei ihm, hat ihm um einen Kredit über $10,000 geboten. Und jetzt will Mr. Smith wissen, warum der Richter sich nicht an uns gewandt hat. Ob irgendwas gegen den Richter sprechen würde. Hat er dich um einen Kredit gefragt? Ich sehe schon, Jakob. Dir geht's überhaupt nicht ums Geld. Amos, warte! Sei stark, Jakob. Du bist der Älteste von deinen drei Brüdern. Was habe ich das gehasst, wenn meine Eltern das gesagt haben? Ich will gar nicht immer stark sein. Egal. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Ich muss nach Amos sehen. Das Wasser wird allmählich knapp. Um das Überleben des Stammes zu sichern, bleibt uns eigentlich nur noch, die Stadt zu überfallen. Sie haben aber selber nichts. Und was soll ich deiner Meinung nach tun? Wir brauchen Wasser. Viel Wasser. Wir könnten auch das Gebiet am Fluss annehmen. Dann wäre es wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert, dass uns keiner in den Weg kommt. Ich möchte wirklich kein Blut vergießen. Aber meine Verpflichtung gegenüber meines Stammes liegt höher. Skenandor, ich bitte dich, warte noch ein wenig ab. Wir haben Durst. Gerade erst ist das Unglück passiert. Ich weiß, aber so kommen wir überhaupt nicht weiter. Thank you.
auf, dass wir das Brot vergessen haben. Riechst du das auch? Das Weißenhaus brennt! Ja. Ich glaube, er hat gerade das Feuer gelöscht. Ja. Hey! Hey! Hat halt voll auf Indianisch mit der Indianer-Ilzen gesprochen. Was? Jemand wollte das Waisenhaus anzünden. Was? Schrecklich unglücklich Paulina doch ist. Und das, obwohl nicht mal wirklich jemand weiß, warum der Tod des kleinen Lieblings sie so furchtbar getroffen hat. Was ein Schmerz das wohl sein muss. Wartet, hört mal. Ist das Wilhelmine da beim Richter? Das klingt nach einem Streit. Wenn wir nichts unternehmen, werden sie uns früher oder später angreifen müssen. Sie haben gar keine andere Wahl. Ah, das ist ja so interessant, dass Sie ganz genau zu wissen scheinen, wie die Verhältnisse hier sind. Hm? Wie ist denn das denn bitte gemeint? Ach, jetzt hören Sie mal. Wenn eine Frau unbehelligt am Tage in das Gebiet der Irokesen gehen kann und dort mit den Stammesältesten ein Gespräch führen kann, in deren Sprache, dann finde ich das schon etwas merkwürdig. Das ist meine Sache. Ich habe gemeint, Sie interessieren sich für die Erhaltung des Friedens. Aber so wird es wohl zu einem Kampf kommen müssen. Wenn das dazu kommen konnte, wenn das so sein sollte, dann haben Sie auch keine andere Wahl. Aber das ist doch Wahnsinn. Wenn die Indianer und die Stadt miteinander kämpfen, wir haben doch keine ausgebildete Kräfte. Es wird ein reines Massaker. Das könnt ihr doch nicht wollen. Da machen Sie sich jetzt mal gar keine Sorgen. Ja, wir werden den Wilden nicht alleine begegnen. Ich habe vorhin ein Telegramm an das 13. Kavallerieregiment geschickt. Die werden uns zu Hilfe eilen. Und dann wird es zum Kampf kommen. Aber dann müssen Sie sich entscheiden. Entweder die Stadt oder die Indianer. So, so. Es gibt also entweder oder. Ja. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich bringe Sie noch zur Tür. Ach du meine Güte. Wir müssen es Henriette erzählen. Und die muss es dem Franz sagen. Und Wilhelmine müssen es auch erzählen. Schnell zurück. Hey! Einer nach dem anderen. Aber der Otto kann es nicht gewesen sein. Der hat zusammen mit den Deputies den Klaus und den Bruno nach Haus gebracht. Und die Paulina saß die ganze Zeit mit uns auf der Schaukel. Die Lieblings waren zu Hause und haben sich die ganze Zeit gestritten. Als wir gegangen sind, haben wir Amos weinen hören. Na gut, dann hat sich das Feuer wohl von alleine gelöst. Jetzt hört doch auf mit dem Feuer. Das mit dem Richter finde ich viel krasser. Ja, der hat Wilhelmine doch... Er hat bedroht. Die Indianerälteste war auch nicht gerade freundlich zu ihr. Ruhe jetzt! Ich muss nachdenken. Kann doch nicht sein. Gustav, Ludwig, komm bitte noch mal her. Wisst ihr, was aus dem Geld geworden ist, das der Franz gefunden hat? Wir haben es nicht genommen. Was denkst du denn von uns? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Denk mal nach. Wo habt ihr es zuletzt gesehen? Na, der Richter hat es doch genommen, oder Franz? Okay. Ludwig, meine ich. Oh Gott, bitte, hilf mir. Zeig mir, was hier passiert.
Franz, was machst du denn da? Ich denke, ich bin vollkommen überwältigt, dass ich nicht gestolpert oder gefallen bin, wie ich es sonst ständig mache. Henriette? Und, was hast du gesagt? Natürlich habe ich ja gesagt. Oh, ich freue mich so für dich. Ich leihe dir dann für die Hochzeit meine wunderschöne blaue Bluse. Du wirst so toll damit aussehen. Endlich mal gibt es einen Sheriff, der nicht von Indianern umgebracht wird. Nein, hab keine Angst. Ich will doch gar nicht damit sagen, dass dein Sheriff auch bald, stirbt. Nein, das meine ich gar nicht. Aber wie kommst du denn darauf, dass die Indianer hinter den Anschlägen stecken? Naja, die sind doch immer an allem schuld. Hallo, die ganzen Überfälle, der Tod meiner Tante und bestimmt auch bei dem Eisenbahnunglück. Das sagt zumindest mein Onkel und er hat immer recht. Ich meine, er ist schließlich der Richter. Aber manche denken, dass dein Onkel gar nicht so unschuldig an dem Eisenbahnunglück ist. Was? Wieso ist denn jetzt mein Onkel schuld und warum verteidigst du diese Indianer? Wieso willst du das denn so genau wissen? Mein Onkel hat gesagt, dass die Indianer sicher bald angreifen werden. Und da müssen wir vorbereitet sein. Die warten doch nur auf einen Grund, um uns auszulöschen. Und jetzt sind wir auch noch geschwächt. Hat dein Onkel dir das so gesagt? Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Hallo? Mein Onkel versucht immer nur Gutes für die Stadt zu tun. Wie kannst du es wagen, so über ihn zu reden? Wenn du dich auf die Seite dieser Indianer stellst, dann solltest du jetzt vielleicht besser zu deiner Familie gehen. Ihr seid ja jetzt die Guten. Scheinbar hast du dein Urteil über meinen Onkel eh schon gefällt, ja? Und ich gehöre, nur dass du es weißt, zu ihm, ja? Also sind wir ja jetzt wohl die Bösen. Ich hoffe sehr für Franz, dass du in deiner Beziehung mit ihm nicht so leichtfertig umgehst wie mit mir. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Lass mich doch erklären. Weißt du was? Ich habe gar keine Lust auf deine Erklärungen. Ich gehe. Oh, hallo. Kein guter Tag heute. Ich denke, wir werden noch lange auf gute Nachricht warten. Irgendetwas Neues bei Ihnen? Ja, meine Henriette Klang hat sich mit Franz Licht verlobt, den Sheriff. Oh, das freut mich. Wenn es jemand verdient hat, dann doch diese beiden. Ja, ein kleiner Lichtfunke. Oh, der hat noch gelebt. Wie schön, ja. Und wen hat's diesen Mal erwischt? Franz was? Franz Licht? Nein, da steht doch Lukas und Rugi Wirwer. Okay.
Danke. Heute sind also Luke und Trugwirrwarr von uns gegangen. Die Zwillinge, Lugas und Trugas Wirrwarr. Ja, oder wie sie genannt wurden, Luke und Trug. Sie haben sich schon immer als Kinder gestritten. Aber in einem waren sie sich immer einig. Ja. Was nicht die Wahrheit ist. Ja, sie waren finstere Gestalten. Und ja, ihre Schatten überfluteten unsere Stadt. Bei jeder Unterhaltung dieser versteckte Hass. Die alten Wunden wurden geleckt und gepflegt. Chaos, Verwirrung. Alles ist zerstört. Alles ist kaputt. Ich kann das nicht mehr. Warum kommt so viel Gutes und doch scheint das Böse alles zu verschlingen? Es hört doch nie auf, oder? Warum dann überhaupt noch etwas versuchen? Ich kann das nicht mehr aushalten. Ist doch alles sinnlos hier. Ja. Ist das alles sinnlos? Ja. Es scheint einem manchmal so. Sinnlos. Wenn alle Sinne zu schwinden scheinen, man kein Licht mehr sieht und der Klang von allen nur noch dumpf ist und falsch. Wenn alles nur noch stinkt und die Luft zum Atmen fehlt, alles schmeckt fade und du willst am liebsten gar nicht mehr essen. Alles fühlt sich hart, rau und schwer an. Es schneidet dir ins Fleisch. Du kannst dich tatsächlich nicht mehr auf deine fünf Sinne verlassen. Und dann steht man da und die Verwirrung wächst. Dieses Wirrwarr und daraus erwächst diese große Hoffnungslosigkeit. Es steht geschrieben, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht. Denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Es ist okay, manchmal nicht mehr weiter zu wissen. Es ist vollkommen in Ordnung, manchmal Hilfe zu brauchen. Und nach jeder Verwirrung kommt ein Licht, ein Hoffnungsschimmer. Gott hält alles in seinen Händen. Er kümmert sich um diese Stadt. Er kümmert sich um dich, um mich. Oh, die neuen Zugänge. Heute keine Doppelnamen. Dina Beistand, Mina Hilfe. Das wird Herr Schulz freuen. Die sind in das Haus neben ihm eingezogen. Das stand Tage leer. Günther Stützung wird sich darum kümmern, dass diese Stadt durch die Band der Liebe mehr zusammenwächst. Und es wird durch Erfolg gekrönt sein.
Unsere neuen Zugänge werden uns dabei helfen, genau hinzusehen und zu prüfen, auf das Gute zu schauen und daran zu arbeiten. Ja. Und deshalb fürchten wir uns nicht. Gott ist bei uns. Wir weichen nicht, denn er ist unser Gott. Er stärkt uns. Er hilft uns auch. Gott erhält uns durch die rechte Hand, seine Gerechtigkeit. Wilhelmine Lob ist mein Name. Einen guten Tag euch. Möge Gottes Beistand euch helfen, uns helfen und helfen lassen.